Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Wreckfest. Wir machen. Warte, was haben wir denn heute eigentlich? Wie lange haben wir denn überhaupt noch zu fahren? East gegen West? Fahren wir mit der Killer Bee heute. Na dann, los geht's. Starten wir rein heute in dieses erste Duell oder beziehungsweise in diese erste Aufgabe. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis er das hier alles geladen hat. Und dann geht's rein. So. Ist wieder ein kleines Turnier. Okay. Oh, gehen wir rein. Und darum geht es wieder unter die ersten 12 zu kommen. Die N6. Wo ist ein Transporter? Ja, der und. Alter, was geht bei euch kaputt gerade? Ja, momentan stehen wir nicht in der nächsten Runde, also zumindest nicht im ersten Abschnitt. Und das ist unser großes Ziel. Aber es ist ja noch sozusagen 6 Runden, aber noch. Befürchte, das war. Das war's. Das Problem, wir kriegen immer noch von dem, vom Gegner noch einen mitgenommen. Das Auto hat auf jeden Fall schon mal ziemlich arg beschädigt. Wir sind auch momentan nur auf 20. So, auf 19. Wir haben 6 Runden Zeit, heute uns diesen Platz zu holen. Und da scheppert es wieder gerade richtig. Die Hälfte wäre für 12. Das ist das große Ziel. Jetzt sind wir zumindest mal schon auf 14. Also so. Jetzt sind wir drin. So, ab nach vorne damit. Boah, Glück gehabt. Da sind wir über den ganzen Haufen, der da unten noch stand, mitgesprungen. Mein Ziel ist es natürlich, das Rennen irgendwie doch noch zu rocken, zu reißen, wie auch immer. Der Sechser schon. Weil wir uns jetzt auch gerade nicht so dämlich anstellen wie am Anfang. Da ist der Führende. Das Problem natürlich, dass du jetzt das Problem hast, dass sie dich unbedingt noch haben wollten. Sie wollten dich unbedingt noch haben. Deswegen haben sie auch noch mal richtig drauf geklappt, gerade hier. Können wir das Ding noch gewinnen hier?
In der letzten Kurve knacken wir den Jungen noch. Und holen uns diesen Laufsieg. Irgendwie doch. Es war spannend bis zum Ende und wir haben es natürlich noch gerockt. Irgendwie. Knapp aber es war vor, wir waren vorne. So, weiter geht's jetzt mit dem zweiten Lauf. Es dürfte jetzt insgesamt vier Läufe sein oder so. So, ja, drei sind es insgesamt. Okay, jetzt gehen wir nämlich ins Halbfinale. Wir starten als erstes und haben uns tatsächlich noch im ersten Lauf durchgesetzt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und dabei war es am Anfang so schwierig, aber er hat den Fehler eingebaut, dass er nämlich in der letzten Kurve nochmal ein bisschen weit rausgerutscht ist. Und wir dann uns innen nochmal durchdrücken konnten. Eigentlich war ja schon weg hier, aber naja. So, heißt jetzt volle Konzentration, dieses Rennen hier zu gewinnen. Aber eigentlich ist diese Strecke für mich so eher, naja, so ein bisschen verflucht. So, Runde Nummer 2. Einfach ein bisschen unsere Ruhe lassen, Jungs. Das war natürlich alles super, das hat sich auch gelohnt. Aber ich glaube, der Rest von dem Schützenfest ist, glaube ich, damit reingekracht in das fliegende Fahrzeug. Ja, kleiner Fehler eingebaut, jetzt rutscht wieder einer noch. Hier wieder einer außen durch. Wir können uns bisher behaupten. Einer, der mal durchrutscht. Zum ersten Mal in diesem Rennen sind wir unsere Führung los. Jetzt sind wir sogar nur noch zwei da, weil wir jetzt mehrere kleine Fehler eingebaut haben. Aber Ratchet Kitty macht ebenfalls den Fehler. Kommt da ein bisschen raus, damit führen wir das Rennen auf einmal wieder an. Und gehen jetzt nämlich vor unsere vorletzte Runde. Ein Nachteil haben wir. Wir haben Verkehr vor uns. Es sind andere Autos noch davor. Da scheppert es gerade schon wieder gewaltig. Kommen wir da aber. Einen nehme ich mir mit. Also, es führt uns am Ziel fest vor, Ratchet Kitty. Die zwei sind jetzt in der letzten Runde. Ich fürchte, dass wir gerade den Sieglauf, den Lauf verloren haben. Ja, Sifis, der kommt dann durch, weil wir da noch an das Auto gecrashed sind. Verlieren wir diesen Lauf noch,
Eigentlich hätte ich das Ding gerne gewonnen, aber ich bin mir froh, dass ich die zwei anderen da noch kassiert habe, die da mit dabei waren. Und das heißt, wir gehen auf jeden Fall gut gestückt ins Finale. Und da bin ich auch froh, dass dieser Lauf weg ist irgendwann. So, auf geht's. What? 12 Runden? Das sehe ich jetzt nämlich gerade jetzt. Das ist nochmal die doppelte Zeit. Also die gleiche Distanz, die wir vorher auch hatten. Ich hab's gerade gesehen. Konzentrieren, dass wir das Ding, dass ich das Ding, es ist schließlich das große Finale. Na, tschüss. Das war aber die Absicht, dass ich den mal da bisschen weggeschoben und runtergehauen hab. Ich wüsste, ja, dass wir da nicht scheiße drauf kommen. Jetzt noch ein bisschen, ja, wir sind noch ein bisschen weg. 5,3 Sekunden Runde, 4 jetzt von 12. Jetzt hänge ich eigentlich gerade an einem überrundeten Auto fest. Jetzt kann ich auch dazu, mich gerade mit dir zu schlagen. Also, führe da momentan mit Beginn Runde 5 von 12. Ja, mit der Bestzeit. Ich will das Ding in der Auto holen heute. Ist das hier der Hemi-Breaker, der gelbe da, den ich hier mal runtergeschubst geschubst hab? Ja. Aktueller Vorsprung ist bei 17 Sekunden nur so nebenbei. Wir haben einen mega Vorsprung, wir haben momentan alles im Griff hier. Kann sich aber auch ganz schnell wieder erinnern. Jetzt habe ich wieder die Kollegen da vorne. Der kleine Mini, der muckt da richtig auf einmal. Jetzt ist er mal weg. So, das war Slingshot, den ich kurz einmal in die Ecke da gedrückt habe, mein Freund. Und jetzt haben sie mal gut dabei. Zielfehl ist der Sieger aus dem ersten Lauf, verabschiedet sich hier. Aus dem Halbfinale verabschiedet sich hier. Ja.
Mein Ziel ist es irgendwie noch, das ganze Feld zu berunden, und das will ich jetzt gerade so ein bisschen. Jetzt Kitty, das ist, die war eben auch schon mit dabei vorne. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir komplett sind. Wir sind ein paar auf jeden Fall mit dem DNF raus. Upsi. Ich glaube, ich bin jetzt länger in der Ratte gelandet. Ja. Wie weit dürfte es eh nicht mehr nach vorne sein? Das dürfte das Dreiergrüppchen, was davor ist. Hier ist ein Slingshot, dann haben wir noch ein Auto und dann sind. Hau ab jetzt von mir. Oh, ich hasse das, wenn die sich. Die Frage ist, ob dein One Lap steht oder ob der Abstand dabei steht. Weil ich will jetzt allgemein wahrscheinlich vorbei sein. So. Mal den Kollegen da weggedreht. Und da verabschiedet sich gerade wieder einer. Und ich glaube, ich habe gerade das komplette Feld überrundet jetzt. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde. Während der Rest des Feldes noch kein. Noch nicht so weit ist. Aber weil wir Auto auch komplett ein bisschen raushauen konnten, klar, wir hatten immer mal so kleine Momente, wo wir uns ein bisschen anlegen mussten, aber wir konnten es eigentlich relativ souverän da ausziehen. Da scheppert der nächste gleich weg. Das ist natürlich ziemlich gut. Was meine ich, solche Situation? Und damit gewinnen wir souverän dieses Finale. Mit einer Runde Vorsprung auf alle anderen. Wir waren noch nicht mal der Schnellste, aber wir haben es geschafft. Ja, der Himmelbäcker, ja, der ist sogar noch Dritter geworden. Der komische Mini da, dieser Mini-Verschnitt. Einmal das Ding gerockt hier, absolut nach Hause gefahren. Damit sind wir nämlich auch schon durch für heute wieder. Wir sind ja, jetzt bei Turnieren, jetzt mache ich mal noch eine Folge. Beide Bonusziele geholt. East gegen West. Sehr gut. Haben wir's. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play Wreckfest.